herzlich willkommen, verehrte Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt wieder die Münze in den Münzschlitz geworfen und deswegen gibt es jetzt eine frische Folge Inside Coin für euch. Folge Nummer 742. Das ist, wenn man die Quersumme daraus macht, 7 plus 4 ist 11, plus 2 ist 13. Eine Unglückszahl. Scheiße. Kann aber gar nicht sein, weil wir haben wirklich eine fantastische Folge heute für euch. Wir fangen gleich einfach mal an mit den Themen. Wir haben heute einen First Look zu Outcast, der New Beginning. Ein Klassiker kehrt zurück mit einem zweiten Teil. Dann haben wir den Pirmin seine Meinung zu Robin Hood, Sherwood Builders. Außerdem gibt es eine Zock-Session zu Expeditions Mudrunner Game. Und dann gibt es noch was richtig Besonderes, und zwar ein On-Tour. Und das ist ein Alone in the Dark Haunted House Beitrag mit dem Flönz, der damals noch bei uns war. Das haben wir vor fast einem Jahr gefilmt. Das ist wirklich Ewigkeiten her. Da gibt es nicht viel vom Videospiel zu sehen, aber das war einfach geil. Da wurden wir wirklich in so ein altes Gruselhaus, das verlassen war, in so eine alte Villa geschickt, die präpariert war, und haben da etwas erlebt. Das war echt super crazy. Das war der abgefahrenste Event, auf dem ich je war. Vor allen Dingen, weil man das Videospiel gar nicht gesehen hat. Normalerweise kennt man das ja, wenn man in der Branche unterwegs ist. Man wird auf ein Event eingeladen, kann das Spiel irgendwie sehen oder sonst was. Und das war überhaupt nicht der Fall. Aber das werdet ihr dann sehen. Ist wirklich sehr, sehr gut geworden, meines Erachtens. Und dann möchte ich auch gleich noch verkündigen, ne, weil es ist dem Pirmin seine Meinung, der Pirmin wird uns bald verlassen. Der hat nächste Woche seine letzte Sendung. Der wird er hier auch durch die Sendung führen. Ich werde zu dem Zeitpunkt auch gerade gar nicht da sein. Ich bin da selber im Urlaub. Aber ihr könnt jetzt schon mal anfangen, den Pirmin in den Kommentarbereich irgendwie zu beglückwünschen zu seiner Zeit hier und ihm natürlich auch alles Gute für die Zukunft zu wünschen. Da wird sich der Pirmin sicherlich hundertprozentig freuen. Und deswegen solltet ihr gerade diesen Beitrag von ihm nochmal so richtig genießen. Genießen konnte man noch einiges, wenn man aufgepasst hat diese Woche, denn da ist so ein bisschen was geleakt. Deswegen kommen wir jetzt zu den Nachrichten, liebe Spider-Man-Fans. Ja, Spider-Man, ihr habt es vielleicht mitbekommen, da ist was rausgekommen. Und zwar ein Trailer zu einem Spiel namens Spider-Man The Great Web, das wohl bei Insomniac Games in Entwicklung war. Aber dieses Spiel wurde laut diversen Quellen eingestellt. Es wird nicht zu Ende entwickelt. Und dieser Trailer kommt jetzt aus diesem Datenleak, der letztes Jahr stattgefunden hat, als ein paar Hacker sich eingehackt haben bei Insomniac und jede Menge Daten gestohlen haben. Und da ist jetzt dieser Trailer bei rumgekommen und das Ganze, ja, Spider-Man The Great Web, wäre in dem Sinne ein Multiplayer-Spider-Man-Spiel geworden. Das wird durch diesen Trailer sehr, sehr klar. Da wäre man wohl mit mehreren Spider-Man unterwegs gewesen und hätte dann unter anderem gegen die Sinister Six gekämpft. Und das Interessante daran ist, dass es so ein bisschen wie beim Spider-Verse so gewesen wäre, dass man durch Portale in andere Paralleluniversen des Spider-Man-Universums wohl hätte reisen können, wie es halt eben bei den Spider-Verse-Filmen ist. Ich finde, das sah super cool aus, wäre wohl so ein Live-Service-Game geworden, aber ist dann wohl eingestellt worden. Und das finde ich echt krass, weil diesen Trailer, den man da sehen kann, diesen geleakten Trailer, das ist wirklich so ein richtiger Trailer, wie man ihn auf einer State of Play hätte sehen können, weil der ist vertont, geschnitten und allem Pipapo. Das sieht auch schon relativ fertig aus. Aber heftige, krasse Sache, wird wohl nicht mehr rauskommen. Finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Aber was haltet ihr davon? Postet das gerne in den Kommentarbereich. Stig Asmussen. Zwei Wörter, die ziemlich abgefahren sind, die aber der Name einer Person sind. Und zwar Stig Asmussen war der führende Kopf bei God of War 3 und auch bei den letzten Star Wars Jedi-Spielen. Ne? Aber der hat ja Respawn Entertainment verlassen und hat jetzt ein eigenes Studio gegründet mit ein paar weiteren Industrieveteranen. Dieses Studio heißt Giant Skull und die arbeiten angeblich an einem AAA Singleplayer-Action-Adventure basierend auf Unreal Engine 5. Mehr weiß man dazu noch nicht. Bin ich gespannt, was das wird. Ist halt mal auch eine schöne Botschaft im Vergleich zu den ganzen, hier wurden jetzt 500 Leute entlassen und dort wurden 300 Leute entlassen. Nee, es gibt auch noch Leute, die Studios gründen. Ob dann am Ende was bei rumkommt, das wird sich zeigen müssen.
Ich bin ja großer Tennisfan. Zurzeit ist das große Turnier in Kalifornien, Indian Wells, und da geht's ordentlich ab. Gutes Tennis wird da gespielt und gutes Tennis werden wir hoffentlich bald spielen. Und zwar am 26. April 2024. Dann soll nämlich das neue Topspin rauskommen. Da gab es jetzt auch einen neuen Trailer zu. Topspin 2K25 heißt das Ganze. Es wird auch möglich sein mit der Deluxe Edition und dann gibt es noch eine Grand Slam Edition, dass man das Spiel ab dem 23. dann schon spielen kann. Was sieht man in dem Trailer? Nun, man sieht einige echte Profis. Zum Beispiel mit am Start ist Roger Federer. Francis Tiafoe ist auch am Start. Andre Agassi, Steffi Graf wird auch an Bord sein. Aber ich muss auch gleich vorweg sagen, ich finde, manche der Charaktere sehen nicht wirklich gut aus. Gerade Andre Agassi ist nicht gut getroffen. Auch ein Carlos Alcaraz finde ich sehr, sehr komisch. Und dann ist es auch leider so, dass ich die Animationen einfach nicht gut finde, hin und wieder, was man da so sieht. Also wo ich das Gefühl habe, das sind nicht die echten Profis, das ist nicht die Bewegung von Andre Agassi. Natürlich stand er denen nicht zur Verfügung. Sie haben dann eben versucht, andere Tennisspieler zu nehmen, die eben versucht haben, Andre Agassi nachzuahmen. Aber teilweise sieht es ein bisschen aus wie Frauen- oder Hausfrauentennis. Das finde ich einfach nicht ganz so schön gemacht. Aber das wird sich dann zeigen müssen, wie gut sich das Ganze spielt. Es gab auch ein Event dazu, jetzt vor kurzem in Paris. Ein bisschen Gameplay ist da auch geleakt davon und so weiter und so fort. Rausgekommen. Ich hoffe, das wird einfach ein gutes Tennisspiel. Würde ich mir mal wieder wünschen, weil was da in letzter Zeit so kam, war alles eher so ein bisschen schwierig. Ja, ne, wir alle wissen es ja, keiner von uns will sterben. Nobody Wants to Die ist auch der Titel von dem neuen Spiel, das jetzt angekündigt wurde. Da habe ich den Trailer nur bei IGN gefunden. Keine Ahnung, ob die den exklusiv haben. Aber das sieht sehr, sehr abgefahren aus, denn wenn man diesen Trailer zum ersten Mal sieht, muss man sofort an Blade Runner oder an Deus Ex denken. Das Ganze spielt nämlich auch in der Zukunft, ich glaube im Jahr 2329. Und man schlüpft dann in diesem Spiel in die Rolle von einem Detektiv, der dann Tatorte untersucht und auf der Jagd nach einem Serienmörder ist. Das Besondere daran ist, dass man wohl an diesen Tatorten dann die Zeit auch manipulieren kann, um Indizien und Beweise zu sammeln. Das Spiel Nobody Wants to Die soll ein narratives Erlebnis werden, basierend auf der Unreal Engine 5 und soll im Jahr 2024, also dieses Jahr, für PlayStation, Xbox und den PC erscheinen. Jede Menge coole Nachrichten, muss ich sagen. Ich bin happy damit. Viele Leute waren auch damals happy, als Outcast rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Da hat ihr gesagt, so hier, Voxel Engine, super krasse Grafik und so weiter und so fort. Das mit der Voxel Engine, das ist nur so halb passend. Zumindest habe ich das bei Wikipedia gelesen. Da sind schon Voxel-Elemente mit drin, aber das ganze Spiel ist dann doch irgendwie nicht Voxel-basierend. Aber dazu drifte ich jetzt zu sehr ab. Es war auf jeden Fall ein Spiel, das technisch damals herausragend war. Und ich weiß noch, mein PC hat das Ding damals nicht gewuppt. Der war nicht stark genug. Deswegen habe ich es nicht gespielt, aber ich habe es natürlich mitbekommen. Und über die Jahre hat dieses Spiel so ein kleines Kult-Following aufgebaut. Es gab dann immer mal die Rede von dem zweiten Teil, ist da nichts draus geworden. Doch jetzt ist er tatsächlich da. Das Ganze heißt Outcast A New Beginning. Und da geht's ab in eine neue, ja, alte Welt, sagen wir in dem Sinne. Und deswegen gibt's jetzt hier den First Look zu diesem Spiel. Outcast. Outcast. Im Jahr 1999 erschien dieses Sci-Fi-Spiel, das grafisch und musikalisch ziemlich beeindruckte und den Spieler auf den fremden Planeten Adelpha in einem Paralleluniversum schickte, um dort einen tyrannischen Herrscher zu stürzen und den Untergang der Erde zu verhindern. Spielerisch war dieser Open-World-Titel seinerzeit in gewissen Bereichen voraus und konnte sich den Ruf eines Klassikers aufbauen. Das Spiel verkaufte sich durchaus ordentlich, blieb aber hinter den Erwartungen von Publisher Infogrames zurück. Ich könnte ein bisschen Training gebrauchen. Kannst du mir dabei helfen? Und leider wurden auch die Erwartungen der Fans in Bezug auf einen zweiten Teil immer wieder enttäuscht. Mehrmals angekündigt und sogar schon in Entwicklung gewesen, trug das Projekt nie Früchte. Der Originalentwickler ging irgendwann pleite und die Gründer des Studios wieder neue Wege. Doch so ganz vergessen war Outcast nie.
Mit Outcast Second Contact erschien dann im Jahr 2017 sogar ein Remake des Spiels, das allerdings nicht so gut aufgenommen wurde. Und nach 25 Jahren ist es endlich soweit. Mit Outcast A New Beginning gibt es nun endlich eine Fortsetzung. Smarterweise hat man allerdings die 2 aus dem Titel gestrichen, denn 25 Jahre ist eine lange Zeit und viele Spieler werden sich an den Erstling nicht erinnern oder haben diesen überhaupt gespielt. Ich habe mich mit Teil 2 mal hingesetzt, um zu sehen, ob Outcast auch heute noch begeistern kann. Ja, nicht ganz. Abermals schlüpfen wir in die Rolle von Cutter Slade. Der Typ, der durch Teil 1 läuft, als hätte er sich gerade in die Hose geschissen. Und ja, auch in Teil 2 ist seine Laufanimation alles andere als smooth. Meine Diagnose? Bandscheibenvorfall. Ich habe, wie man weiß, Rücken, Kreislauf, Füße. Ich habe manchmal auch Gedächtnis. In dem Sinne kann man den Entwicklern nur gratulieren, dass sie es geschafft haben, den bewegungssteifen Cutter Slade originalgetreu in die Moderne zu bringen. Doch wie ist Teil 2 denn nun mit Teil 1 verbunden? Klar, die 2 im Titel fehlt, aber es ist eben doch eine Fortsetzung. Werden Leute, die den Vorgänger nicht gespielt haben, überhaupt verstehen, was hier passiert? Nun, in Sachen Story ist Outcast A New Beginning ziemlich verschwurbelt und wirft anfangs Fragen auf, die man selbst als Fan nicht so richtig beantworten kann. Wir sind zwar wieder auf dem Planeten Adelpha, aber in Visionen sehen wir noch ein Familiendrama und treffen auch auf Marion Wolf, mit der wir wohl romantisch irgendwie liiert sind. Was ein bisschen komisch ist, denn immerhin starb sie am Ende des ersten Teils. Ich bin verwirrt. Natürlich reden wir hier vom Konzept der Paralleluniversen und Zeitverschiebungen, weshalb da hoffentlich noch eine Erklärung kommt, die alles gut unter einen Hut bringt. Auch sonst wird viel im Spiel erklärt und gesprochen. Wer hier ein Third-Person-Action-Spiel erwartet, bei dem die meiste Zeit geballert wird, der dürfte enttäuscht sein. Sehr oft seid ihr im Dialog mit unterschiedlichen NPCs. Um sich hier zurechtzufinden und die Alien-Gepflogenheiten zu verstehen, kann man sich direkt ein Glossar im Gespräch einblenden lassen, das unbekannte Begriffe erklärt. Anfangs fand ich die Dialoge noch ganz gut, gerade weil Slade auch gern recht salopp daherredet. Fantastisch. Dann pack deine Butterbrotdose. Wir gehen in 10. Aber irgendwann zog sich dann doch so einiges, weshalb ich dann vieles auch übersprungen habe. Um sich in der offenen Welt zurechtzufinden, gibt's natürlich eine Map. Über diese wählt ihr auch die Missionen aus, was ein bisschen komisch gelöst ist. Ihr wählt quasi eines der Dörfer aus, seht dann, was generell hier zu tun ist und sucht euch dann im Genauen eine der dort erhältlichen Quests aus. Das klappt schon, aber ich empfinde es irgendwie als umständlich und unübersichtlich. Grundsätzlich gibt es 2 Hauptziele. Wir sollen den Dörfern helfen und von den bösen Invasoren Helidium stehlen. Was daraus folgt, sind viele Gespräche und Aufgaben, die durchaus eher im einfallslosen Bereich landen, wie sammle Anzahl X von Rohstoff Y oder eskortiere jemanden dorthin und beschütze diese Kreatur. Das kennt man alles und hat es schon 100-mal gesehen. Einen Originalitätspreis gewinnt das Spiel dadurch nicht. Hinzu kommt, dass wenn Kämpfe stattfinden, diese jetzt eher weniger spannend sind. Die KI ist sehr simpel gehalten und alles fühlt sich einfach etwas hölzern an. Dennoch kann die Action schon Spaß machen, denn wirklich schlecht ist das Gebotene auch nicht. Das liegt unter anderem am Upgrade-System für die Waffen. Man findet durch Erobern feindlicher Basen immer wieder auch Modifikationen, die man dann der eigenen Wumme hinzufügen kann. Und dann ist es zum Beispiel auch noch möglich, seinen Jetpack zu verbessern. Anfangs können wir uns nur kurz in die Luft boosten, später können wir weite Strecken zurücklegen, indem wir leicht über den Boden gleiten oder wie mit einem Wingsuit herumfliegen. Die Möglichkeiten der Entwicklung von Cutter Slade sind schon ein guter Motivationsfaktor. Es macht durchaus Spaß, sich hier in Haupt- und Nebenaufgaben zu verlieren. Der Planet Adelpha sieht aus wie Pandora, wenn man ihn bei Wish bestellt. Die Map ist voll mit Icons, überall sind Basen, die man einnehmen kann. Die Missionen sind Standardkost und die Action ist eher zweckdienlich. Es ist, als hätte man spielerisch ein Ubisoft Open World Spiel mit der Technik der Gothic-Schöpfer Piranha Bytes gekreuzt. Okay, so schlimm wie Elex 2 sieht das Spiel dann doch nicht aus, aber es ist halt eine Liga unter den Big Playern.
Durch die vielen Gespräche und Protagonist Cutter Slade versucht man Outcast: A New Beginning etwas mehr Charakter zu geben, was hier und da auch klappt, aber für mich nicht der Hauptmotivator ist. Im Endeffekt ist das Spiel die Definition eines Double-A-Titels, der versucht, bei den ganz großen Jungs mitzuspielen, aber dann halt doch einfach nicht, in Anführungszeichen, cool genug ist. Das ist auch nicht weiter schlimm, weil so richtig schlecht ist das alles hier nicht. Im Gegenteil, immer wieder ist das durchaus spaßig, aber mehr als 40 bis 50 Euro wäre mir dieser Spaß halt auch nicht wert. Outcast: A New Beginning scheint ein durchaus netter Zeitvertreib zu sein, der im Vergleich zu seinem Vorgänger aber wohl keine größeren Spuren in der Videospielgeschichte hinterlassen dürfte. Übrigens, wenn ihr Outcast mögt und ihr seid auch noch Fan des Hörspiels oder der Hörspiele von Jan Teller, da gibt es ein Crossover. Da hat es extra für das Spiel quasi ein Jan Tenner Hörspiel gegeben, das auf diesem Planeten Adelpha spielt. Und das kann man sich kostenlos anhören auf, ich glaube, Spotify, Apple Music und wie sie alle heißen. Ich habe es auch bei Twitter mal verlinkt über mein Profil. Schaut einfach mal nach, da ist der Link auch drin, dann könnt ihr euch das anhören. Ist eine feine Sache und finde ich auch eine coole, ja, Zusammenarbeit. Also da habe ich zumindest voll Bock drauf, weil ich fand Jan Tenner immer ziemlich geil, muss ich sagen. So. Geiler Bock ist natürlich auch der Pirmin, ne? Der junge Typ, ey. Der wird uns leider verlassen, muss ich sagen. Was ich ein bisschen schade finde. Aber er haut jetzt hier nochmal einen raus. Nächste Woche wird er nochmal in seiner eigenen Folge Insert Coin nochmal richtig einen raushauen. Aber ich habe wieder ein bisschen Meinung von ihm. Und zwar zu dem Mann in engen Hosen. Na, wie hieß der Film nochmal? Weißt du es noch? Andi? Nee, weißt du es noch? Man in Tights, Robin Hood, Man in Tights, Männer in Strumpfhosen, genau. Ein Klassiker der Komödie sozusagen. Und jetzt gibt's Robin Hood Sherwood Builders. Ja, da muss man wohl irgendwas aufbauen. Was genau, das sagt euch jetzt der Pirmin. Ach, Corona. Was für eine geile Zeit. Selten hatte man so viel Abstand vom alltäglichen Stress. Keine Termine, keine Verpflichtungen, einfach nur Ruhe. Die eigene Mitte finden. Auch Hobbys, die man bislang sträflich vernachlässigt hat, bekamen endlich Aufmerksamkeit. Spazieren gehen, Yoga, Puzzeln, Häkeln, Bananenbrot backen. All das, wofür man sonst in der Sturmflut an Alltagsaktivitäten keinen freien Kopf für findet. Gestört wurde diese einzigartige Ruhe nur, wenn wieder irgendwelche komischen Leute gemeint haben zu klatschen. Wer macht denn auch sowas? Oder wenn man doch wieder von seinen sogenannten Freunden zum Skypen und Zocken animiert wurden. Wir wollen Kontakt halten. Immer dieses Gaming. Bäh. Vor allen Dingen kamen die dann immer mit so Spielen wie Warzone oder Among Us. Wer hat denn daran Spaß? Ich meine, ihr habt doch auch garantiert inzwischen die Schnauze voll von diesen völlig overhypten Spielen. Da wird immer ein riesiges Brimborium an einem Titel gemacht, als ob es das Next Big Thing wäre, nur um am Ende dann auf der Strecke zu bleiben. Es wird jetzt mal endlich Zeit für die richtigen Dinger. Spiele, die auf voller Linie überzeugen, um in den Olymp der besten Videospiele aller Zeiten einzugehen. Outriders zum Beispiel, das war ein richtiges Videospiel. Hood, Outlaws and Legends, sowieso der geilste Scheiß. Und wo war Robin Hood Sherwood Builders, wenn man es gebraucht hat? Ja, gut, das war halt noch nicht draußen. Aber jetzt. Und diese Perle an geballtem Spielspaß möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Zugegebenermaßen wird Robin Hood Sherwood Builders wahrscheinlich nicht jeden abholen. Aber die Gamer, die von sich behaupten, einen sehr, ja, ausgelesenen Geschmack zu haben, für die ist das quasi ein Pflichttitel auf der Löffelliste. Denn selten gab es ein Action-Adventure-Rollenspiel, das Base-Building und Survival-Elemente so miteinander vermischt. Und wenn es dann auch noch um unseren Lieblingshelden in Strumpfhose geht, ja, dann können wir ja fast gar nicht anders. Of course I have! But he ain't caught me red-handed. And if he does, you'll tell him that's not your red hand. Wer Robin Hood hört, denkt direkt an den Retter der Witwen und Waisen. Egal ob mit Kevin Costner, Russell Crowe oder Cary Elwes, die ewige Jagd durch den Sherwood Forest gegen den Sheriff von Nottingham wurde schon häufig erzählt. Stets nach dem Prinzip, nimm von den Reichen und gebe es den Armen und Bedürftigen. Was hingegen noch nicht erzählt wurde, ist, wie Robin Hood sich seine Waldsiedlung aufgebaut hat. Und wir wissen alle, genau das hat gerade noch gefehlt. Und genau hier haben wir Sherwood Builders.
So ist es unsere Aufgabe, unsere Waldsiedlung aufzubauen, unseren Einfluss und Kontrolle in 4 Gebieten zu erhöhen und diese dann zu übernehmen, um der Unterdrückung ein Ende zu setzen. Dafür laufen wir durch die Open World und erledigen eine Vielzahl an Nebenquests. Und jeder, der schon mal ein Open-World-Rollenspiel gespielt hat, der weiß, das ist die Hauptsache, stumpf Nebenquests abzuarbeiten, um so ein paar Prozent Fortschritt zu machen. Und die müssen da auch noch nicht mal krass ausgearbeitet sein. Bring mir das oder töte den, reicht vollkommen. Wer will denn auch schon Story oder eine lebendige Spielwelt? Eine gähnende Leere macht's doch auch und lenkt obendrein nicht unnötig ab. Ja, zwar gab es auch hier und da so ein Minispiel, wie man es fast überall findet, aber zum Glück ist das auch hier so ganz rudimentär, da geht es auch wirklich nur um höher zu würfeln als der andere. Das war's zum Glück auch schon mit Nebenaktivitäten. Solltet ihr genug von den Nebenquests erledigt und somit euren Einfluss erhöht haben, wartet eine kleine Hauptquest auf euch. Die könnt ihr bei bekannten Charakteren antreten, wie etwa Bruder Tuck. Wenn ihr dann zum Beispiel das erste Gebiet übernehmen wollt, müsst ihr mit einem alten, kauzigen Mann danach reden. So, und jetzt, haltet euch mal so richtig fest. Vergesst das Marvel Cinematic Universe. Der heiße Scheiß ist Robin Hood. Ratet mal, wer der alte Mann ist. Genau, Merlin. Ich meine Robin Hood und jetzt auch noch die König Artus Saga in einem. Puh, Disney kann einpacken. Also, wie die Hauptquest noch weitergeht, wollt ihr wissen? Nö, das war's schon. Einfacher Dialog, fertig. Der schickt euch jetzt weiter in die anderen 3 Gebiete, wo ihr wieder anfangt, Nebenquests runterzuspulen, bis ihr 40% Kontrolle erreicht und dann dieses Gebiet übernehmen könnt. Wer braucht denn auch schon einen coolen Bossfight oder so? Hope a fairy pisses in your milk! Help! He's no smith! He's a butcher! Viel spannender ist da der Base-Building- und Survival-Part. Nichts treibt einen mehr an, als die nackte Angst zu verhungern und verdursten. Essen in einem Wald zu finden ist ganz einfach, Bogen raus und ab auf die Jagd. Naja, wenn die Tiere zumindest mitspielen würden. Ressourcen abbauen ist auch kein Problem, denn so springen uns die wenigen Punkte, wo wir entsprechendes abbauen können, schon förmlich ins Gesicht. Wer kennt sie nicht, die wildgrün blinkende Pinie? Also, ihr müsst euer Essen und Trinken ja dann auch natürlich auch mal zu euch nehmen. Das geht ganz intuitiv über eure Hotkeys 1 bis 9. Naja. Zumindest, wenn ihr davor im Inventar mühselig das immer wieder neu in die Slots reinlegt. Direkt im Menü verzehren? Jetzt macht er immer nicht lächerlich. Das geht nicht. Das machen wir nicht. So, und jetzt der Base-Building-Part. Darauf haben wir alle gewartet. Nicht umsonst heißt es ja Sherwood Builders. Das suggeriert ja zumindest schon in irgendeiner gearteten Weise Aufbauelemente. Und ja, ihr könnt auch einzelne Gebäude aufbauen. Zuerst müsst ihr natürlich ganz klassisch die Ressourcen sammeln und dann habt ihr die Auswahl aus insgesamt 13 verschiedenen Gebäuden. Das war's. Ja, ich höre euch schon, aber Piermin, 13 ist doch echt wenig. Ja, das würde ich auch sagen. Aber die einzelnen Gebäude könnt ihr dann auch noch verbessern, um bessere Waffen, Rüstungen oder so zu craften. Gut, dass das mit ganz viel Grindaufwand verbunden ist, muss ich ja jetzt nicht unbedingt erwähnen. Ah, habe ich außerdem schon gesagt, dass man die Kamera im Baumenü nicht bewegen kann? Aber Robin Hood wäre nicht Robin Hood ohne den Kampf. Gegen die Unterdrücker aufzustehen, das ist ja quasi die DNA unseres Musterhelden. Und da ist es auch ganz egal, wie wir den Kampf gewinnen, die Absichten zählen und die sind ja wirklich edler Natur. Da fällt es auch schon fast gar nicht ins Gewicht, wenn das reine Movement unseres Helden schon zur Aufgabe wird. Und auch ausgeprägte Angriffsmuster brauchen wir nicht. Einfach drauf da. Oder wer braucht auch schon ein Schild? Ein echter Held bricht einfach die Pfeile ab, die in einem stecken und kämpft weiter. Und vergesst auch mal bitte kurz Assassin's Creed. In Robin Hood zu schleichen, das ist die neue Meta. Also das ist wirklich die richtige Herausforderung für alle Möchtegern-Meuchler, die was auf sich halten. Dennoch gibt es neben diesen Punkten, wo Sherwood Builders mal eine richtig gute Figur macht, auch so ein paar, wo ich mich frage, woher kommt das denn jetzt? Das passt ja mal so gar nicht ins Bild. Die Grafik zum Beispiel, die passt da gar nicht dazu. Diese Lichtstimmung teilweise, als ob man einen Anspruch hätte. Oder auch die Synchro. Jeder Dialog ist vertont, was soll denn das jetzt? Mitlesen reicht doch total. Und auch diese Slow-Mo-Shots mit dem Bogen à la Sniper-Lied, total uncool. Oder so.
So, jetzt mal Butter bei den Bananen. Genug mit dem scharfen Schwert der Ironie und die Fakten aufs Tablett. Ich sag einfach raus, wie es ist. Robin Hood, Sherwood Builders ist halt einfach nicht gut. Es ist, weiß Gott, nicht ein totaler Reinfall und an anderer Stelle würde man wahrscheinlich vom berühmt-berüchtigten Piranha-Bite-Charm sprechen. Aber eigentlich spricht das ja nur für eines. Ein Gameplay, was offensichtliche Macken hat, nicht ganz auf der Höhe der Zeit ist und andere Spiele in dem Genre einfach schon besser machen. Die Steuerung ist gruselig, die Open World gähnend leer, der Kampf eine Enttäuschung und vom Base-Building-Part hatte ich auch einfach mehr erwartet. Das einzige, was hier der Altersfreigabe 16 unterliegt, sind wohl die seelischen Schmerzen, die einem beim Spielen bereitet werden. Aber vielleicht liegt auch einfach ein Fluch auf der Marke Robin Hood, denn so konnten schon Spiele in jüngerer Vergangenheit wie Gangs of Sherwood und Hood Outlaws and Legends nicht überzeugen. Und im Vergleich zu den anderen zweien ist Robin Hood Sherwood Builders wohl wahrscheinlich noch das Beste. Ich bin überrascht, dass es zu Robin Hood ehrlich gesagt noch nicht mehr moderne Videospiele gibt, weil eigentlich würde sich doch das ganz gut anbieten, dass man irgendwie so ein Lager im Wald hat und dann muss man irgendwie andere Leute ausrauben, deren Geld abnehmen, darf sie vielleicht nicht umbringen, weil sonst der Sheriff von Nottingham einen aggressiver sucht und so weiter und so fort. Könnte man natürlich auch so ein Battle-Royale-Spiel draus machen. Also da spielen mir schon lauter Ideen in der Rübe rum, aber vielleicht besser, wenn die einfach in meinem Kopf bleiben und dann nicht umgesetzt werden. Jetzt kommen wir zu etwas, was mir natürlich immer am Herzen ist und das sind die Mudrunner-Spiele. Da ist ja jetzt vor kurzem neu herausgekommen. Vor geraumer Zeit habe ich ein Preview dazu gemacht und ich habe mir gedacht, jetzt in der Zock-Session kann ich euch einfach mal näher bringen, was man da so machen kann. Deswegen kommt jetzt eine wunderbare Zock-Session zu Expeditions, am Mudrunner-Game. Howdy Partners, ich bin's, Redneck Rick und heute wird mal wieder ein bisschen in den Schlamm gewirlt mit Expeditions Mudrunner Game. Der Rickneck, wir werden jetzt quasi hier ein wenig unterwegs sein, offroaden. Es wird wieder Zeit, ein wenig abseits der Straße zu fahren. Das Spiel ist ja gerade eben rausgekommen und ich möchte euch ein bisschen was davon zeigen in einem kleinen, ja, zusammengeschnittenen Let's Play oder Zock-Session. Wir sind in den Karpaten unterwegs. Und wir machen einfach mal die Mission Alte Feuerstellen, aber die soll uns gar nicht so genau interessieren, was da alles passiert, denn wir wollen einfach ein neues Fahrzeug freischalten. Dazu nehmen wir jetzt mal ein Fahrzeug mit, das auch gut zum Abschleppen ist. Den hier zum Beispiel. Den packt man ein, der ist Offroad-tauglich, der hat ordentlich starken Motor. Da können wir was mitnehmen. Was nehmen wir noch mit? Wir nehmen noch einen mobilen Ankerpunkt mit, die sind ganz wichtig. Sprit brauchen wir nicht. Ersatzrad, ne, was haben wir sonst noch? Ne, das brauchen wir alles nicht. Der Ankerpunkt, denke ich, reicht. Und wir müssen jetzt für diese Mission noch so einen Operatoren mitnehmen. Da sieht man dann zum Beispiel, ne, wenn man den am Start hat, hat die Drohne plus 200 Meter Reichweite, plus 20 Meter Höhe und all so ein Kram. Das werde ich euch noch so ein bisschen erklären, wozu man die Drohne dann zum Beispiel braucht. Aber wir werden so ein bisschen abseits dieser Mission sein. Wir wollen nämlich ein schmuckes Auto freischalten und das werdet ihr gleich sehen, was. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich weiß, wo es ist, aber ich habe es noch nicht freigeschaltet. So, hier haben wir unser wunderbares Fahrzeug. Wir nehmen erstmal die Handbremse raus, starten den Motor und dann geht die Luzi auch schon ab. Also eigentlich müssen wir jetzt eine andere Mission machen. Wir machen jetzt aber die hier, Aufgabe anzeigen. Und der folgen wir jetzt. Da kriegen wir nämlich 5800 Penunzen für und, soweit ich weiß, der Khan 39 Marshall, ein beliebtes Fahrzeug im Mudrunners-Universum. Ich weiß schon, wo wir lang müssen. Das sieht auch alles sehr schick hier aus. Ich mag dieses Grüne. Ist so ein bisschen farbenprächtiger als bei SnowRunner, das ja sehr viel Schnee hatte. Ne? Deswegen auch der Name SnowRunner. Gibt auch Wüstengebiet, aber das wollte ich jetzt nicht zeigen. Ich wollte jetzt hier unterwegs sein, vor allem, weil man hier halt dann eben dieses Fahrzeug findet. Können wir auf die Map schauen? Wir müssen nämlich genau hier hin, um dieses Fahrzeug zu holen, zu diesem Krater in dem Sinne. Und wir sind hier, also müssen wir uns einen Weg runtersuchen. Aber ich weiß schon, dass wir hier runterfahren müssen. Vorsichtig, langsam den Weg runterbahnen. Da sieht man schon das Fahrzeug auf der Seite liegen. Ja, hier mache ich jetzt gar nichts, lasse ich einfach mal runterrollen. Da könnte man die Mission jetzt nochmal annehmen. Habt ihr gerade gesehen, vielleicht ist aufgefallen, dieses Textur-Pop-In, das ist echt nervig bei dem Spiel. Da soll ein Patch kommen, der das behebt. Auf der Konsole ist es teilweise richtig, richtig schlimm. Oh shit, jetzt muss ich kurz aufpassen. Ich darf hier nicht in den Tümpel rein, weil der ist sehr tief. Und wenn ich da drin bin, dann komme ich da nicht mehr raus.
Jetzt muss ich die Handbremse reinmachen und jetzt sollte ich schnell meine Geräte den anfordern. Zack, zack, Hintenpunkt. Da machen wir fest. So, den haben wir angehackt. Wir starten den Motor vom Kahn 39, der da drin ist. Und jetzt müssen wir nach Hause kommen. Ich mache hier mal noch die Differentialsperre rein. Erster Gang, dass wir hier uns hochkämpfen können. Die Differentialsperre doch mal. Vielleicht soll ich die Handbremse rausnehmen. Wäre nicht schlecht, ne? Dann geht das auch. So, der kommt schön raus. Schaut euch das an. Und der Kahn ist halt einfach ein geiles Auto. Den mag ich. Der hat mir in SnowRunner schon gute Dienste erwiesen. Ist ein super Scout-Auto, also ein Scout in dem Sinne, dass man das Terrain gut erkunden kann. Wir müssen nur schauen, dass wir jetzt hier einen guten Weg finden, um den rauszubringen. Oh, das ist ein dicker... zieh mal drüber. Einfach drüber gezogen. Kommen wir hier hoch? Ich glaube, wir kommen mal hoch, oder? Oh shit, jetzt ist der natürlich... bin ich dagegen gedotzt. Schauen wir mal, ob wir da hochkommen. Komm. Das schaffst du, das schaffst du. Wahnsinn. Haben wir uns durchgekämpft, ne? Grandios, würde ich sagen. Grandios. Ich liebe immer Missionen, wo man andere Fahrzeuge abschleppen muss. Das macht mir immer sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Reifendruck könnte man jetzt zum Beispiel auch anpassen. Das ist jetzt hier nicht so wichtig. Das ist eigentlich ganz witzig gemacht, ne? Das ist gerade, wenn man zum Beispiel sehr steinige Schräglagen hochfahren muss, ist das ganz gut. Hier in der Cockpit-Perspektive, das ist alles noch ein bisschen hoppeliger. Boah, nur da muss man sich schon zurechtfinden. Oh, shit. Gleich mal schön Schaden gemacht. Können wir gleich mal hier reparieren mit L1, ein paar Teile einsetzen. Alles wieder tipptopp. Ja. Wunderbar. Und wir haben einen neuen Spezialisten freigeschalten, Mechaniker. -30% Materialverbrauch, -15% Schaden außer Räder und -15% Verbrauch. Das ist doch wunderbar. Und soweit ich weiß, müssten wir jetzt auch den Kahn freigeschaltet haben. Wir gehen jetzt mal zurück ins Menü, zurück zum Hauptquartier. Es müsste der eigentlich freigeschaltet sein, weil das müsste die Mission gewesen sein, wo ich den jetzt kriege. Dann machen wir nämlich gleich die nächste Mission und da brauchen wir nämlich einen Scout, dann können wir den Kahn nutzen. Hier, da haben wir ihn doch. Für 20.000 können wir ihn kaufen. Sage ich doch, ja, den kaufe ich, weil den mag ich gern. Und dann würde ich sagen, wir haben noch genügend Geld, dass wir den ordentlich aufpimpen können. Metalldetektor, Dachgepäckträger, ja. Oh. Oh, schaut euch das an, was da gibt, ey. Wir machen den Frontschutzbügel einfach, weil er pimpmäßig ausschaut. Ja, nehmen wir noch hier so eine Ersatzradhalterung mit. Können wir noch die Farbe ein bisschen ändern oder... Nee, das lassen wir so, finde ich. Oh, Gelände oder Offroad? Schlammreifen. Ja, die können wir noch nicht nutzen, ne? Vielleicht können wir bei der Winde was machen. Verlängerte Winde. Nehmen wir mal die mit. Wir nehmen noch ins Inventar. Das nehmen wir mit, das man, falls mal umkippen, kann man sich wieder auf die Seite stellen. Ist ganz praktisch. Und dann machen wir schnell noch eine kleine Mission. Ist ja schnell gemacht, nehmen wir noch Spezialisten mit Operatoren, bla bla bla, die von vorhin hier, die nehmen wir mit zurück. Und dann legen wir los. Ah, ein schönes Fahrzeug, muss ich sagen. Ein schönes Fahrzeug. So, wir müssen jetzt erstmal da hinten hin. Oh, macht uns ein Bäumchen zu schaffen, hat uns beinahe aus der Kurve geworfen. Nicht nett. So, wir müssen zum Aussichtspunkt fahren, das kriegen wir hin und dann umschauen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir das machen. Scanne eine alte Feuerstelle mit einer Drohne ab. Also es wird mir quasi in dem Sinne schon gesagt, ich soll eine Drohne nutzen. Dazu gehe ich einfach mit dem Digi-Kreuz gehe ich hier rüber, wähle die Drohne aus und dann kann ich die abfeuern und dann kann ich damit losfliegen. Die Reichweite ist so ein bisschen limitiert, aber kann man sich hier eben umschauen. Wir müssen einfach mal dahin fahren, da hinten hin. Aber das sieht ganz gut aus. Wir können auch noch mal das Fernglas auspacken. Vielleicht sehen wir da auch noch mal irgendwas, was wichtig ist. Da haben wir das Vorgebirge. Manchmal gibt es so interessante Punkte, die man sich anschauen kann. Gibt dann auch noch mal ein bisschen Geld dafür oder so, aber okay. Da ist jetzt nicht so viel zu. Im Endeffekt, das ist ja so ein bisschen ein Spin-off zu den MudRunner-Spielen. Und was das Spiel anders macht, ist vielleicht für viele Leute so ein bisschen ansprechender.
Oh, scheiße, jetzt muss ich mal schauen, wie wir da am besten hinkommen. Ich weiß nicht, ob wir da seitdem hinkommen. Was es ein bisschen anders macht als die Mudrunner-Spiele davor, da musste man immer sehr viel Holz liefern, hin und her fahren. Und das gibt's hier so nicht. Die Missionen sind kleiner und knackiger und kurzweiliger. Dadurch natürlich auch simpler und weniger Arbeit. Und das mag durchaus einigen besser gefallen. Und das kann ich auch komplett nachvollziehen. Ich frage mich gerade, ob wir da so seitlich langkommen können. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, wir müssen wirklich auch wieder da durchfahren. Dann machen wir das doch. Muss mal schauen, kommen wir da so rum. Wir können es mal risky. No risk, no fun, ne? Oh, oh. Oh ja, schön gemacht, schön gemacht. Wir fahren jetzt hier so raus, weil das sieht gut aus nach einer guten Stelle, wo man relativ leicht hochfahren könnte. Wobei wir jetzt wirklich keine Probleme haben. Wir haben noch nicht mal den Allradantrieb an. Ich mache ihn jetzt mal an. Und dann machen wir hier mal den Reifendruck, passen wir mal an. Ne? Dann kommen wir hier auch besser hoch, hat er mehr Grip. Allerdings gehen die Reifen dann auch schneller kaputt. Muss man eben so ein bisschen aufpassen. Es ist aber so ein kleiner Trade-off mit dabei. Deswegen fahren wir jetzt den Reifendruck wieder hoch. Warum? Weil wir können. Ne? Scannen. Ah, jetzt muss ich hier drei Objekte scannen. Ihr seht so einen kleinen Radar, der mir anzeigt, wo da was ist. Aha, hier haben wir so eine Feuerstelle. Muss ich einfach so ein bisschen in diesem Kreis bleiben mit der Drohne. Zack. War easy peasy. Das waren diese Feuerstellen. Scanne die Feuerstellen mit der Drohne ab. Haben wir alles erledigt. Stufe abgeschlossen. Jetzt müssen wir mal schauen. Begib dich in den Kiefernwald. Wo ist der Kiefernwald? Ah, der ist da hinter uns. Okay. Aber das ist ganz schön hier auch gegen die Sonne so anzufahren. Das gefällt mir mit den Godrays und so. Oh, oh. Ja, da muss ich jetzt aufpassen. Da hänge ich gerade blöd in der. Shit. Jetzt ist es tatsächlich passiert. Jetzt liege ich auf der Kante. Ungeplant, wollte ich so nicht. Aber wir haben zum Glück den Stellschrauber. Jetzt müssen wir den verwenden. Und dann können wir uns eben aussuchen, wie das Ding hingestellt wird. So. Und dann werden wir da hingesetzt. Habt ihr das gesehen? War relativ einfach. Finde ich gut, dass ich das jetzt sogar zeigen könnte in diesem Use Case. Oh, jetzt hänge ich schon wieder. Oh mein Gott. Da habe ich jetzt gerade noch mal Glück gehabt, ey. Ja, es kann schnell gehen. Es kann schnell gehen. Ah, die Sonne, es ist so schön. Langsam, vorsichtig ernährt sich das Eichhörnchen. Ne? Alright. Back business. Müssen wir noch was machen? Oh, Stufe abgeschlossen, ja. Überquere den See. Herrlich. Noch ein bisschen durch Wasser warten. Da können wir mal schauen, weil wir haben auch ein weiteres nettes Tool. Und zwar das Echolot. Und da sieht man dann, ne, wo man durchfahren kann und wo nicht. Sieht man ja rot nicht gut für unser Ding. Aber ich sehe schon hier an der Seite, das ist in Ordnung. Da kommen wir durch. Ne? Machen wir nochmal ein Echolot. Ah, geht alles. Geht alles. Fantastisch. Wir können nochmal in die Innenperspektive wechseln. Mal so ein bisschen mehr Mittendrin-Feeling haben, wenn wir da durchwalken und alles. Oh, da gibt's. Siehst du, habe ich nicht aufgepasst? Hänge ich jetzt hier fest? Es kann doch nicht sein. Ich habe auch nicht den Allrad an. So, jetzt. Nee, irgendwas geht nicht. Hat er kein Allrad? Okay, dann haben wir Gerät Nummer 2, das wir einsetzen können. Moment, Inventar. Wir setzen noch den Bodenanker ein. Das ist auch ein neues Ding. Kannst du einfach anbringen, bringst du deine Winde an und dann ziehst du dich damit rüber. Wo sind die Winde? Moment, Moment, jetzt. Ich sehe nicht genau, woran die verbunden ist. Das sind 1000 Ankerpunkte. Wir nehmen aber den da. Und ziehen uns drüber, was auch immer das war. Oh, ein dicker Baum. Ja, den habe ich leicht übersehen. Reparieren uns noch kurz hier am Motor. Zack. Da müssen wir immer noch weiter. Also sorry, das habe ich jetzt nicht gedacht, dass es jetzt so weit noch geht. Ja, die Bäume hier fällen, das wissen wir nicht, ob das legal ist. Da müssen wir uns merken. Okay. Sagten wir und fuhren über einen Baum und fällten ihn quasi damit. Ach, erkunde das Gebiet. Okay, jetzt kommen wir zu so einer Sache. Jetzt müssen wir hier einfach auf dieser Map dieses Gebiet erkunden. Und das kann man jetzt machen, indem man einfach viel davon abfährt. Man kann es aber auch einfach machen, indem man seine Drohne rausholt
und dann einfach Sachen abfliegt. Und ihr seht schon, dann steigt die Prozentanzeige hier 38, 41. Und das ist einfach, muss hier so ein bisschen vordringen und schauen, dass man sich die Sachen anschaut in dem Gebiet. Muss ein bisschen näher an seinem Fahrzeug bleiben, weil das Signal nicht ewig weit reicht. Aber ja. Also wie gesagt, man kann das abfahren, muss man aber nicht. Das sind so Sachen, die finde ich nicht ganz so geil. Also dieses, das hat man sehr oft in Missionen, jetzt erkunde dieses Gebiet. Man wird dann so gezwungen und irgendwie, ja, das überzeugt mich nicht so ganz, muss ich sagen. Ne? Ah, jetzt haben wir schlechte Verbindung. Schauen wir mal kurz auf die Map. Ja, wir müssten da nach links. Oh, was ist da rechts? Wir müssen da nach links, müssen wir noch schauen. Aber was ist da rechts? Da ist ein Drop. Da fahren wir mal kurz hin. Das hätte man auch mit einem Fernglas erkennen können eventuell. Aber wir schauen es jetzt einfach mal so an. Entdeckt Luftabwurf, neu. Da können wir mitnehmen. Ja, was nehmen wir mit? Ersatzteile, das nehmen wir mit. Das Ding brauchen wir nicht, weil das habe ich schon. Den guten Wagenheber. So. Haben wir es erledigt. Wunderbar. Und dann müssen wir noch hier hochfahren. Wir lassen wieder den Reifendruck ein bisschen raus. Das ist eine nette kleine Mission, ne? Oh, doch, wir haben den Aufstieg entdeckt. Hier, da sind diese Totempfähle, die weisen einfach immer so ein bisschen den Weg. Okay, wir müssen noch höher. Müssen wir nochmal einen Scan starten. Ah, ist wieder so ein Minispiel, da muss man halt, ne, selbsterklärend, muss man nicht viel zu sagen. Wie viele Feuerstellen müssen wir noch untersuchen? Oh, das sieht ja sehr oldschool aus. Und damit haben wir die Mission bzw. Expedition abgeschlossen, kriegen ein bisschen Geld, kriegen ein bisschen Belohnung. Ja, und das ist Expeditions am Mudrunner Game. Es wurde einiges gestreamlined. Es gibt so ein paar neue Features, wie diesen Ankerpunkt zum Beispiel, den man eben selber setzen kann, um die Seilwinde anzubringen. Das finde ich tatsächlich ganz cool auch. Da geht natürlich auch so ein bisschen der Simulationscharakter verloren. Und es ist nicht mehr ganz so viel Arbeit in dem Sinne, dass man die ganze Zeit irgendwo Holz holen muss, um dann irgendwo hin zu transportieren. Dann muss man nochmal woanders irgendwo Rohstoffe holen, damit eine Brücke gebaut wird. Ist alles ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger. Meines Erachtens genau richtig für die Leute, die einsteigen wollen in das Mudrunner-Game. Allerdings, wie gesagt, gibt es noch ein paar grafische Mankos. Die sollen aber mit dem nächsten Patch behoben werden. Also wie gesagt, wenn ihr euch das Spiel holen wollt, ich würde noch auf den neuesten Patch warten. Wahrscheinlich ist der schon da, aber da sind echt noch so ein paar Technikmankos drin, die so ein bisschen ärgerlich sind. Aber im Endeffekt ist das der Zeitpunkt, der beste Zeitpunkt, um in diese Serie einzusteigen, weil die einfach so gestreamlined ist von den Missionen, dass es nicht so ganz sich wie Arbeit anfühlt, wie ich eben auch gesagt habe. So, jetzt kommen wir zu etwas ganz Besonderem und zwar zur Kategorie On Tour, wo ich einfach mal unterwegs war. Und oft ist es halt einfach so, dass es mit einem Videospiel verbunden ist, dass ich dann ein Videospiel sehe und ich bin irgendwo in einem anderen Land. Diesmal war ich in einem anderen Land, in England. Und es hatte auch mit einem Videospiel zu tun, obwohl ich das Videospiel nicht gesehen habe. Alone in the Dark wird ja demnächst erscheinen. David Harbour ist da mit am Start. Und die Dame aus Killing Eve, mir fällt der Vorname jetzt nicht mehr ein, dieser Schauspielerin, der Nachname ist Comer. C-O-M-E-R. Aber egal, Alone in the Dark war der Grund, weshalb ich nach England gereist bin und auch der Grund, weshalb ich mir in die Hose gemacht habe. Schaut einfach mal zu. Herzlich viel Spaß bei On Tour. Good evening, gentlemen. Sorry to keep you waiting. Sorry about the unearthly hour as well. Well, what can you do, you know? Exactly. My name is Dorian Callister. Lovely to meet you, Dorian Callister. And this is my assistant, Miss Rodriguez. Hi. Hi. Lovely to meet you. You probably didn't see the house on the island. No. Well, believe me, it exists. There is a particular family heirloom that we are very keen to save from the building. Here's a photograph for you guys to see. Size-wise, we're talking about so big. We are very, very keen to get our hands on this item. We legally own this item. There is no grey area there. We, the insurers, have complete legal claim to this item. What we don't have is access to the building, sadly. Basically, we want you to go in, find this artifact, come out. Although no one's been in the building for several months, we are very confident that this item is on the top floor. We have a couple of personal cameras for you to strap on, make you look the part. Okay. But once again, we're very grateful for you stepping up and doing this. No problem.
All right. Yes, once again. Thank you very much. So, no, thank you. And enjoy. All right, you ready? Yep. Come on every night for some reason. I don't know whether it's faulty wiring or whether there's something else going on there. No, the boy disappeared. He's been gone 7 years, so they said, well, he may as well say he's dead now, you see. Down here somewhere. Through the doors there, through the double doors, all right, and then up. Okay. Thank you. This way, through that door. Okay. Thank you. Take care. Man sieht nichts, Flens. Man sieht nichts, das ist das. So, wir brauchen das Ding. Ja, das muss, aber wir sind oben. Leck mich doch. Oh, da ist es komplett dunkel. Oh, Scheiße. Das könnte ein Rottweiler sein. Wir brauchen eigentlich irgendwie eine Lichtquelle. Wo gehst du? Oh, hier, ich habe Licht. 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 Es werde Licht. Alles ist gut. Der Weg nach unten ist versperrt. Da kommen wir nicht lang. Da brauchen wir einen Schlüssel oder so. Die Tür, die Tür. Heiliger Bimbam, ey. Das ist eine Taschenlampe. Wir haben eine Taschenlampe. Wir haben eine Taschenlampe. Das ist das, was ich die ganze Zeit suche. Jetzt kann nichts passieren. Oh shit, vielleicht sollten wir jetzt zurückgehen in das andere Zimmer da. Ja, ja, ja. Hier sind aber auch noch Türen. Sollen wir erst hier reinschauen? Nee, lass erst mal ins... Willst du jetzt ernsthaft zurückgehen, den Weg? Ja, weil von hier kamen die Geräusche von dem Rottweiler oder was das war. Ich bin jetzt hier in diesem Zimmer, hier sind lauter Monitore. Okay, das ist mal ein Control Room. Oh Gott. He watches. Oh. No escape. Hier steht was, hier steht was. Oh Gott, oh Gott. Ground floor. Shame. Think, think, think. Sarah's room. Also ich glaube, das gibt uns hier definitiv Top Floor. Safe. Safe! Das heißt, sobald wir runterkommen, sind wir gearscht. Irgendein Schatten hat sich da gerade bewegt. Was? Irgendwas ist da so ein Schatten, der sich dreht. Siehst du? Ja, das ist von außen. Ja, ey. Sehr gut. Alter Falter. Jetzt fuck die Taschenlampe hier rum. Ob wir auch gleich Wartebatterien kriegen? Okay. Leucht mal bitte in die Räume kurz ein bisschen rein. Okay. Shame. Wir haben drüben den Kassettenspieler. Okay, dann müssen wir das abspielen.
Deutschland sucht den nächsten Ritus-Star. Warte mal, vielleicht legt er den Schlüssel in die Klamotten rein. Ja. Dann können wir die Tür aufmachen. Nee, Ah, den oben am Türrahmen versteckt. Ja. Okay. Ja, hier oben. Got it. I got it. Du Hurenbock. Ich behalte mal die Tür im Auge. Ja. Oh, da ist hier ein Loch. Ha! Oh, geh mal später an der Tür rum. Alter Falter. Ich krieg dieses scheiß Ding nicht. Jetzt. Irgendwas spielt da rum, Alter. Ich hab das Artefakt, ne? Du hast das Artefakt? Ich hab das Artefakt. Wir müssen eigentlich nur noch raus. Können wir nicht einfach jetzt zurück rausgehen? Oh. Ist wahrscheinlich zu, oder? Mann! I'm sorry, I've done my time. The house must always have someone, or the curse will spread. It is you now. Ja, du hast es gelesen, du bist. Ich bin raus. Schau mal, ob der Schlüssel hier funktioniert. Ich darf vorgehen. Du hast die Taschenlampe. Ich darf vorgehen. Du hast die Taschenlampe. Lenzen, wieso? Oh, Spindnetz. Ekelhaft. Ekelhaft. Was denn? Die Bücher sind aus dem Regal gefallen. Ich leuchte in die dunkle Ecke. Ich mache hier die Tür zu. Gut umschauen. Mach doch nicht das Licht aus. Hier haben auf jeden Fall Haare liegen. Oh cool, Puppenzimmer. Oh nein. Immer das Beste. Oh nein, nicht Puppenzimmer. Okay, hier ist das Mädchen mit der Bürste. Die Tür vom Puppenhaus leuchtet. Ich weiß, ich weiß. Ich möchte nur schauen, ob wir auch... Dann bitte kein Automat jetzt anmachen, der mich erschreckt. Danke. Kannst du mal schauen, ob jemand unterm Bett ist? Bist du bescheuert? Wieso sagst du sowas? Wir brauchen den Schlüssel für das scheiß Puppenhaus. Glaube ich. Okay. Also, zumindest ist das zugesperrt. Da oben sind so Schatullen. Hier ist eine Schatulle. Hier ist leer. Hier! Ah, der hat ihn um. Oh.
Aha. Vielleicht ist es ein Hinweis darauf, wie wir einen Weg nach unten finden. Vielleicht muss man diese Puppe hier. Ah! Die Tür geht zu! Die Tür geht zu! Oh Gott, die. Ah! Fick dich, Puppe! We need to speak to Sarah. She always knows best. Sarah ist vielleicht. She's been gone for so long. Die Tochter, die da auf dem Bild ist. There must be some way to contact her. She said she'd never leave me. Willst du die Puppe mitnehmen, ja oder nein? Sie hat gesagt, wir sollen auf die Puppe gut aufpassen. Dann nimm die Puppe mit. Steck sie in deinen Sack. Sind wir nicht von rechts reingekommen? Ja. Oh nee. Das ist, ich wollte gerade sagen, das ist doch komplett anders. Wir sind von rechts reingekommen. Das war auch das Geräusch. Wenigstens haben wir chillige Musik. Sehr gut. You need to save the house. This place is cursed. Mehr Infos? My name is Sarah. Oh, hallo Sarah. Hey Sarah. I died here. I remember now. My doll, Hope. I hid it inside her head. Die Puppe. Die Puppe, die du hast. In ihrem Kopf. You'll need to break her head open. No, Florian, please! I'm sorry, Hope. The pain doesn't last for long. Please stop, it hurts! Okay, mit dem Schlüssel kommen wir angeblich raus. Wir haben Kack, ja, der Schlüssel. Der Schlüssel, der passt da niemals. Oh, er scheint doch zu passen. Sorry. Du hast den Schlüssel? Ja. Stufe? Nicht so nah an die Brüstung gehen. Wenn du dich erschreckst, fliegst du runter. Drecksack. Du Drecksack. Okay. Schon wieder das Zeichen hier auf diesem Tisch. Wir müssen was mit diesem Amulett machen. It seems. Die Kiste. Oh, wir müssen den Typen anleuchten, wenn er kommt. Was? Wie? Was? Dieser, was wir gerade, den Typen, den wir gerade im Fenster gesehen haben. Ich vermute mal, dass wir ihn mit dem Amulett anleuchten müssen. Oh nein. Wenn der kommt, um ihn abzuhalten von uns. Nein. Wie rum rein? Ich glaube so rum. Ah! Du Hurensohn! Kannst du das Ding irgendwie anmachen? Jetzt. Da ist die tote Oma drin. Die tote Oma springt gleich raus, ich sag's dir. Ich finde auch das Ding hier sehr suspekt. Oh,
Machen wir wirklich fertig gerade, ne? Das ist die Tür, wo wir ja gerade eben waren, wo wir vorhin reingeleuchtet haben. Okay. Der Typ war da hinten in irgendeinem Raum. Hör auf, ich möchte nicht von dem Typen hören. Herrlich. Da ist was. Was ist wo? Da unten. Da ist das Monster. Das ist Monster. Ist jetzt rechts weggelaufen. Ich glaube, es kann rundherum laufen. Okay, okay. Da kommen wir nicht raus. Komm hier. Ja, ich gucke hinter dir. Ja, hier ist nichts, hier ist nichts. Hier ist alles gut. Wie gesagt, ich glaube, er kann da hinten rumlaufen. Ja, deswegen müssen wir, wenn dann auf Angriff gehen und den Typen zerbumsen. Wir müssen ihn einfach verscheuchen, bis wir hier irgendeinen Weg rausfinden. Ah! Oh! Heiliger Wimpern! Na, der kommt wieder. Pass auf. Ah! Ah! Scheiße! Nein, da kommen wir nicht lang. Vielleicht irgendwo noch einen Schlüssel? Okay, wir sind immer in den immer gleichen Räumen. Ich weiß nicht, ob wir da vorne raus dürfen oder nicht. Ich glaube nicht. Das Ding ist, unter der Treppe ist auch noch eine Tür. Unter der Treppe? Ja, und die zum Keller. Aber wo ist er denn? Ich guck mal links, wa? Der kann von beiden Seiten kommen. Das ist der Raum, wo er rumlaufen kann. Ja, ich guck von hinten wieder. Ich geh jetzt. Ich geh in den Keller. Ja, ich vermute mal, dass er inzwischen in den Keller... In den Keller gehen, bitte. Geh du voraus mit dem Licht. Du hast die Waffe, Alter. Ja, ja. Okay, dann geh ich. Du gehst. Weil ich glaube, er ist in den Keller geflüchtet. Ich mache hier sofort die Tür zu, ne? Ja. Tür ist zu. Achtung, hier steht wieder was. Irgendwas zu pumpen. Wir müssen dieses Ding hier pumpen. Ja, halt du mal alles in ein Auge. Warte mal, hier muss noch irgendwas passieren. Ich glaube, ich muss dieses Gerät, ich muss das anschließen. Ja. Wir müssen das Herz des Hauses töten. Alter Falter! Das ist geil. Oh mein geil. Gott, ist das ekelhaft. Das ist so geil. Das ist so geil gemacht. Pumpst du? Ja, ich pumpe. Ich glaube, du musst das Herz töten mit dem Licht. Das funktioniert noch nicht. Scheiße, ich muss den anderen anschließen. Connecte mal. Ja. Ich glaube, die klatschen für uns. Okay. What up, guys? We did it. That was really nice. And I hate scary shit, but that was nice as fuck.
awesome, Don. I think that was amazing. And you scared the shit out of me. I saw. Das war echt ein wunderbares Event mit dem Flönz zusammen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, weil dem Flönz ist auch ordentlich die Pumpe gegangen. Und das war echt crazy, weil das fing wirklich erst um 2 Uhr morgens an. Also wir sind da angekommen, so am Abend. Und um 2 Uhr morgens war unser Event. Und das muss man sich mal vorstellen. Die hatten wirklich auf so einer Insel, hatten die diese alte Villa gemietet, die da leer stand. Und hatten das extra für ja, mehrere Journalisten präpariert, die dann den ganzen Abend da durchgeführt waren, gestaffelt. Fand ich super crazy. Und das war so cool gemacht, weil jeder in seiner Rolle drin war. Dieser alte Typ am Anfang mit dem Bart. Dann der Typ auf der Fähre, der einen da lang gebracht hat. Ganz, ganz außergewöhnlich. Und dann dort vor Ort zu sein und das zu erleben, das war sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Was ich nicht gesehen habe, ich habe mich sogar verletzt an einer Stelle, weil ich habe versucht, eine Tür aufzumachen, da stand irgendwie ein Nagel raus und den halben Finger aufgerissen. Das war dann so ein bisschen komisch, weil dann musste das Spiel kurz mal unterbrochen werden. Aber hey, am Ende merkt man es nicht, war trotzdem sau, sau cool und hat viel Spaß gemacht. Nächste Woche gibt es dann was zu Alone in the Dark. Mal schauen, wie das Spiel geworden ist, weil das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Ne? In dem Sinne sind wir fertig mit Inside Coin. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Passt auf euch auf. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss und adieu.